das Fahrzeug, was Sie hier zum Einsatz bringen. Auch das sicherlich im Verlauf der Veranstaltung den ein oder anderen Starter hier in ähnlicher Form, weil wir doch hier ja, viele erfahrene Piloten sehen mit teilweise ihren Fahrzeugen, die sie schon seit vielen Jahren liebevoll auf der Rennstrecke bewegen. Wir haben noch einen Starterfeld. Joachim Buchmann ist weiter perfektioniert worden und so geht auch dieses Fahrzeug noch richtig stramm voran. So, Starterfeld jetzt in der Anfahrt Richtung Start und Ziel ist geschaltet. Also, die Renndistanz, die läuft bereits seit 3,5 Minuten, aber offiziell wird das Rennen gleich hinter ja, der Motorstrom-Ausgangskurve quasi freigegeben, beziehungsweise in der Südkurve. Die Unfahrt wird jetzt ausscheren. Ist da ein ausgeschert, kommt da leider zur den er sich jetzt eingefangen hat, der ist gewaltig. Also, Schreckmoment in der Anfangsphase. Da müssen wir mal schauen, ob sich da die anderen Kollegen einigermaßen aus der Fähre gezogen haben. Uli Becker ist, wie gesagt, als Zweiter in diese Loftkurve hineingetaucht. Daniel versetzt, war der Daniel Schreier. Ich meine, den Eddie Kamm hätte es auch da bei dieser Aktion erwischt. Gleich sind wir schlauer, wenn die Piloten das erste Mal hier bei Start und Ziel vorbeikommen. Wir hatten auch ein paar Besucher in der Boxengasse, die ganz einfach auf Sicherheit gegangen sind, haben gesagt, okay, bei diesen Witterungsbedingungen, da waren die Slickreifen vielleicht ein bisschen zu optimistisch und daher hat man hier die Boxengasse aufgesucht. Ja, der eine oder andere ist da sehr vorsichtig unterwegs auf der Strecke, zeigt also, dass es da extrem klitschig ist. Da geht der nächste Fliegen. Könnte der Triumph Dolomites gewesen sein? Die Kunstmann, 70 Jahre ist der Knabe alt und er lässt die Weiber hier bewegen, der Stamm und den Menschen überstanden hat. Da hat man gerade richtig gut gemacht. Ja, ich fürchte, der Delikat, den hast du auch erwischt. Der war im Crash mit Daniel jetzt hier nur als 6. oder 7. aus der Stammrunde zurück. Also da hat man gedacht, dass er mal richtig durcheinander gewirkt ist, auch der Jürgen Bernhard. Hat hier einiges an Metern verloren. Denn unser Gaststarter Ralf Arnold, der hat hier ja, seine Routine hier zweifelsohne hart umsetzen können. Einiges von den Dürfen gemacht. Hat von den Menschen überlegt, nee, ich lasse das Auto lieber stehen, weil ich kenne das noch nicht so gut. Ja, und jetzt kommt der Wetter nach der ersten Runde zurück. Wieder stärker geworden ist, die Stadt war 15 eingestellt hinterher nach einem Reifenwechsel. Jan Valenz, auch er noch versucht jetzt in seiner Klasse 6 Liter Hubraum, die zum Beispiel hier bei der Kreislaufei war. Also wird der Tempi Grüßmann wahrscheinlich die 5 Stunden der Berufung schreiten. Uli Becker führt in der Klasse. Also, für René de la Hans, der sich selbst quasi mit diesem Fahrzeug ein Geschenk gemacht hat, läuft jetzt den Eddy Kamm. Der ist jetzt mit schnellen Rundenzeiten unterwegs. Der könnte hier durchaus noch in die Top 3 hineinfahren, obwohl er mit der 6. Position liegen wird, ist er nicht der Marc Roth auf der gesamten 10. Position. Boxenstopp dabei für die Reifen sind, die dann rückseitig zurückfordern, weil die Intermediate-Reifen ausgezogen von den Strecken jetzt ja, stark ankommen. Wir sind auch die langsamer Fahrt sehen, auch die CC. Da glaube ich nicht, dass Fahrzeug von Fabio Kovac, der ist
dürfte hier ganz normal im Mittelfeld unterwegs sein. Im Alfa Romeo. Diesel Cup unterwegs gewesen, auch in der Mini Gentleman Trophy unterwegs. Der Blick zur Uhr sagt uns, der
Die Kreuzfahrten haben die Alarmglocken gehört. Nicht mehr so viel eingebüßt. Da waren es nur noch 1,3 Sekunden auf dem Uhrbecher. Knapp 3 Runden, die er jetzt noch zur Verfügung hat. Jede Runde eine Sekunde schneller würde mathematisch Platz 1 bedeuten. Aber wie gesagt, zwischen der Theorie und dem Anstehen, Ausstehen, wo man immer, da liegt manchmal auch Wetten. Aber Jan Panetz, haben wir gesehen, der kann ja von ganz hinten, während sich der Daniel Schrein jetzt den Jörg Lorenz schon vor längerer Zeit geschnappt hat. Die waren jetzt fast auseinander und haben nebeneinander hier vorbei. Ja, Doppelgänge laufen am Ende der Stadtgerade, weil das Fahrzeug Doppelgänge da relativ ungünstig parkt und der Streckensicherungswagen des BNSBs in Reichweite ist. Also für den ersten Einsatz hier, diesen für ihn noch relativ ungewohnten Fahrzeug in der Spezialtourenwagenflotte, muss man sagen, da ist jede Menge Potenzial in diesem Auto, was ja auch zu den gesamten Anwärtern bei den Kirchstammstürmen nach dem Turmuskel gehört, dann für die Werkspiloten mit einem vergleichbaren BMW, wenn sie an den Start gehen. Leider haben wir keine Bilder von der Strecke, sondern nicht sagen kann, ob die Weiber noch vorne ist oder der blaue von Peter Marmarot und Rebecca entwickelte Porsche 997 ist. Nationalspiele in der finnischen Nationalmannschaft. Also, das war die Hongkong, dieser Perti war einer von denen. Also, kann der Rotiri aus Finnland nochmal kontern? Die offizielle Zeitdistanz, die ist abgelaufen. Und jetzt macht mein Start und Ziel. Kann auch noch ein bisschen dauern. Wenn sich als fünfter gedacht ein Motor seiner Klasse ja, die Rundzeiten von Christian Stein haben sich wieder stabilisiert. Also, wir sehen den Nachlassbereich, den Körper, glaube ich, jetzt ein bisschen vernachlässigen. Hat er vielleicht irgendwo einen Schritt? Mario Kovac mit dem Audi TT, oder mit Räder Audi TT. Der liegt jetzt hier im Mittelfeld. Auch für ihn keine leichten Bedingungen, während Daniel Schrein nach seinem Dreher in der Anfangsphase bis an Gott. Er war kurzzeitig sogar Zweiter, aber also nicht mehr drin. Und Zeit wird bei 202 eingependelt. Der ist das sogar schneller im Moment als die Gesamtspitze. So, wir schauen Richtung schöner dritter Platz, der ging in die Schweiz an René Eberhard, der also ein gelungenes Debüt feiert in der Spezialtourenwagen-Klasse mit dem Helikon. Gesamtvierte Position, sieht auch das Schwarz-Weiß-Gerippe zu, war nach meiner Einschätzung auch diese Startkollision mit Daniel Schrein verwickelt.
insgesamt fünf Zeilen ebenfalls bei Startsystem platziert und zweiter seiner Klasse. Junger Wahlan gewinnt in der Klasse 3. Das sind die Fahrzeuge, die CT-Fahrzeuge bis wir hinter uns brauchen. Rot gewinnt die sogenannte 2-Liter-Klasse mit dem SCW. Audi insgesamt 13 Liter mit der Startnummer 65. Wen haben wir noch? Den René Preisberg als Sieger in der Klasse 4. Das ist die 3-Liter-Klasse. Da liegt also der Audi A3 Pilot mit dem Blut. Betriebswirt, also mit seinem Fahrzeug kommt Auto aus, das Auto, das Sport und ja, diese Schwierigbedingungen kam ihm offensichtlich. Ist ins Rennen gestartet ohne eine einzige Trainingsrunde. Also der Unternehmer, muss man sagen, selbstverständlich ist hier bei den Schwierigbedingungen einfach hinterhergefahren, hat sich trotzdem da beachtlich im Ziel gesetzt. Ja, das war's mit dem Zielanlauf der Spitzenreise.